Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zur Sportarena. Heute werden wir besonders vom Fußball sprechen. Die Kalender wurden ja erst vor wenigen Tagen in Bozen vorgestellt und die Saison, die geht dann am 1. September so richtig los mit den Meisterschaften. Zuvor aber hat es ja schon begonnen bereits mit dem Medaillenpokal. Unsere beiden Gäste heute, zwei sehr prominente Trainer und zwei der Favoriten wahrscheinlich auch in der Oberliga, auch wenn sie es nicht gerne hören werden. Stefan Gasser, herzlich willkommen, Trainer beim SSV Brixen und Patrizio Morini, seit längerer Zeit jetzt auch schon Trainer bei St. Georgen, die Mannschaft, die ja im Vorjahr von der Serie D in die Oberliga abgestiegen ist und die ja heuer sicherlich auch zu den großen Favoriten zählt. Bevor wir aber mit unseren beiden Trainern sprechen, blicken wir auch einmal kurz auf den FC Südtirol, das Aushängeschild natürlich im Fußballsport hier in Südtirol. Der FC Südtirol, der hat sich ja vorbereitet auf die Meisterschaft, hat auch recht gute Ergebnisse erzielt. Wir haben ihn natürlich verfolgt, das hat für uns Hannes Christ gemacht. Am 1. September beginnt für den FC Südtirol die neue Saison 2013-14. Die Weiß-Roten jagen dann Sonntag für Sonntag in der ersten Division Lega Pro Kreis A dem runden Leder nach. Der Südtiroler Traditionsclub hat sehr ambitionierte Ziele, wie Präsident Walter Baumgartner bei der Mannschaftsvorstellung zum Abschluss des Trainingslagers in Ridnarn verriet. Wir möchten jedes Jahr ein neues Ziel formulieren. Heuer haben wir genau gesagt, wir möchten etwas besser werden wie voriges Jahr. Das heißt, unter die ersten drei zu kommen und dann ist die Serie B nicht mehr weit. Wir sind ambitioniert, die Spieler sind ambitioniert, der Verein in den letzten Jahren sowieso. Und ja, es bewegt sich etwas, es ist eine Euphorie da. Und wir schauen alles draus zu machen und schauen mal, was zuletzt rauskommt. Es hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, wahrscheinlich oder besser sicher wegen unserer Leistungen. Es wird sicherlich höher schwer werden, das zu wiederholen, was wir letztes Jahr erreicht haben. Aber unser Ziel ist, wie gesagt, dass wir die Playoffs erreichen und dass wir Sam dann unsere Karten ausspielen. Sportdirektor Luca Piazzi kann auf ein paar sehr intensive Monate zurückblicken. Zunächst einmal musste ein neuer Trainer in die Talferstadt geholt werden. Dem Stefano Vecchi zog es zum Serie B-Ligisten Carpi. Mit Lorenzo Danna scheint Piazzi einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Der ehemalige Serie A-Profi hat mehr als ein Jahrzehnt mit Chievo Verona in der höchsten und zweiten italienischen Liga gespielt und sich dort auch als Trainer in der Jugendabteilung seine ersten Sporen verdient. Wir arbeiten gut, wir von den ersten Tagen und haben wir ordentlich trainiert, wir haben alles super vorbereitet. Heuer sind noch zwei dazugekommen vom Trainerstab, deswegen es wird wieder neue Sachen gemacht und der Trainer hat seine Karriere gemacht in der Serie A, deswegen etwas vom Fußball versteht er. Und wie gesagt, schauen wir, was rauskommt. Ja. Beim FC Südtirol hat es aber auch im Kader sehr viele Veränderungen gegeben. Piazzi holte mit Alessandro Micai und Enrico Tonazzi zwei neue Torhüter. Derzeit scheint Micai das Rennen um den Platz als Nummer 1 gemacht zu haben. Die Abwehr sollte Carmine Esposito verstärken, doch der wurde vor kurzem an Gavorano in die zweite Division verliehen. Das Mittelfeld des FC Südtirol verstärken Pierluigi Bastone, Alessio Innocenti, Andrea Molinelli und Francesco Vasallo, während im Angriff Simone Dell'Agnello und Caleb Ekuban für Furore sorgen sollen. Die beiden Offensivspieler haben in den bisherigen Partien bereits einen guten Eindruck hinterlassen. Obwohl es im Kader viele neue Spieler gibt, bereitet deren Integration den FCS-Profis keine Schwierigkeiten. Ja, das mittlerweile sind wir das gewöhnt. Es ist wichtig, dass wir jetzt mittlerweile ein großer Stamm sein. Von zwischen 10 und 15 Spielern, was wir eigentlich schon längere Jahre, über mehrere Jahre da sein. Und deswegen sind wir schon ein guter Stamm von Spielern, die wir sind, die Jungen, die wir heuer wieder dazugekommen sind, gleich ein bisschen die Richtung vorgewiesen haben. In der Vorbereitungsphase hat der FC Südtirol sehr gute Leistungen gezeigt. Das erste Testspiel gegen Serie A-Club Hellas Verona mit dem Südtiroler Simon Lahner ging zwar 1:2 verloren, doch gegen den österreichischen Drittligisten Wattens setzten sich die Weiß-Roten 4:1 durch. Es folgten Siege gegen bloße Brixen, den Serie D-Ligisten Marano, Meran und Naturns. 1:1 endete schließlich das Match gegen den arabischen Club Al-Ahli. Kaufen könne man sich von diesen Erfolgen in den Testspielen aber wenig. Es ist noch August und der Fußball in August zählt nicht. Es geht den 1. September los und dann werden die Punkte gezählt. Alles, was jetzt ist, ja,
ist sich kennenzulernen, ihn zu spielen, die Spielideen hinzuschweißen. Am 1. September geht es richtig los und zusammen heißt es, Pronte zu sein. Und die Spiele jetzt ja, sind wichtig, aber bis zu einem gewissen Punkt. Anfang August folgte ein überzeugender 2:0-Sieg im Pokalspiel gegen Matera, bei dem Ekuban und Vasallo die Tore für den FC Südtirol schossen. Auf verlorenen Posten waren die Weiß-Roten bei der 1:5-Niederlage in der zweiten Pokalrunde gegen Empoli, wo die Danna-Truppe eine Stunde mithielt, bevor das Team völlig einbrach. Seitdem hatte der FC Südtirol viel Zeit, um sich noch intensiver auf den Meisterschaftsbeginn am 1. September um 20.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Reggiana vorzubereiten. Wer werden die zähesten Gegner des FC Südtirol im Kampf um die Meisterschaft sein? Auf der Karte ist sicherlich Cremonese, Vialm, Entella. Es sind viele Mannschaften, die sich gut aufgerichtet haben. Und wir schauen, zusammen dabei zu sein und ihn zu stärken. Und welche Ziele hat der zweite Südtiroler im Kader, Hannes Finch, persönlich? Mein Ziel ist sicherlich, auch mal in einer höheren Liga zu spielen. Umso besser wäre es, wenn wir in FC Südtirol basieren würden. Wenn sich der Wunsch von Hannes Fink erfüllen würde, dann hätte der FC Südtirol sicherlich nichts dagegen. Ja, der FC Südtirol mit der erklärten Ambition, in die Serie B aufzusteigen. Wir werden das natürlich den gesamten Winter hindurch mitverfolgen. Wir kommen aber zu unseren beiden Gästen, Stefan Gasser und Patrizio Morini. Die beiden werden ja Hauptdarsteller in der Oberliga heuer sein. Die Oberliga, die ja so ausgeglichen ist wie noch nie zuvor. Viele Mannschaften können eigentlich an den Titel denken. Einer der Top-Favoriten, das ist sicherlich St. Georgen, schon einmal als Absteiger aus der Serie D. Patrizio Morini, du bist ja in St. Georgen geblieben. Mit welchen Ambitionen startet ihr? Eine Mannschaft wie St. Georgen muss natürlich immer nach vorne schauen. Deswegen wir versuchen eine gute Meisterschaft zu machen. Wir haben viele Stammspieler verloren. Sommer nicht verloren, aber sie haben anders entschieden zu machen. Deswegen haben wir eine sehr junge Mannschaft, aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Kader und ich glaube, dass wir sind sicher in Stand, eine gute Meisterschaft zu machen. Dann, was wir am Ende der Meisterschaft werden, das weiß ich noch nicht, aber ich hoffe sicher eine sehr gute Position in der Tabelle. Ja, für die große Sensation auf den Transfermarkt habt ihr hier gesorgt. Joachim De Gasperi, der Bozner, ist nach 14 Jahren Profi zurückgekehrt hier nach Südtirol, spielt jetzt bei euch, wird sicherlich eine enorme Verstärkung sein. Sicher ist eine enorme Verstärkung. Joachim ist ein sehr großer, sehr guter Spieler und überhaupt ein sehr netter Junge. Er ist sehr gleich integriert mit der Mannschaft und wir haben zum Beispiel Sonntag nach unserem Trainingslager ein Freundschaftsspiel gemacht gegen eine Mannschaft der ersten Amateurliga. Er hat gleich 3 Tore geschossen und er hat uns gleich gezeigt, was er machen kann. Er ist eine sehr große Verstärkung, aber ob diese Verstärkung genug ist oder nicht, um die Meisterschaft zu gewinnen, das weiß ich noch nicht. Sicher ist Joachim sehr stark und mit ihm ist die ganze Mannschaft stärker. Die Frage natürlich, die sich stellt, wie kann man so einen Spieler motivieren, der 14 Jahre lang Profi war, jetzt in der Oberliga spielt? Kann man mir vorstellen, die Gage wird auch ganz schön sein, er verdient sich das auch, aber wie kann man ihn motivieren, dass er auch da Gutes leistet? Er ist ein Profispieler, er ist auch ein Profispieler geblieben. Er ist motiviert, er macht alles, was der Trainer sagt, er ist stark und deswegen ein starker Spieler hat in seiner Personalität auch die Motivation. Deswegen für mich ist es sehr leicht, ihn zu motivieren. Er wird Tore schießen und er macht sicher viele Tore. Das ist meine Meinung. Er ist wahrscheinlich einer der 3 stärksten Spieler der ganzen Liga. Ja, das glauben wir auch. Und wir werden das natürlich auch dann sehen. Jetzt, wer sind die Gegner, die großen Gegner von St. Georgen, auf wen tippst du? Heute ist es sehr ausgeglichen, wir haben es ja bereits schon gesagt. Jetzt sind 2 Jahre, dass ich in der Oberliga nicht bin und deswegen momentan kenne ich noch die Liga nicht so gut. Aber ich glaube, dass Brixen ist sicher einer der Favoriten. Sie haben 2 Spieler von uns genommen, die sehr stark sind, Armin Meyer und Danzi Meyer.
Und die Mannschaft war auch voriges Jahr stark, deswegen Oyer ist stärker als voriges Jahr. Und sie werden sicher für die Meisterschaft kämpfen. Und dann sind andere Mannschaften, ich schätze immer Arntal einer von den Favoriten. Arntal hat in ihrem Kader sehr starke Spieler. Und deswegen, wenn sie Glück haben mit den Verletzungen und mit dem Winter, mit der Kälte, mit dem Eis, ich glaube, wird Arntal auch eine sehr große Meisterschaft machen. Und dann Trient ist immer eine Inkognita, das weiß ich nicht, wie auf Deutsch sagt man, aber Trient muss für ihre Tradition einer der Favoriten. Dann Levico hat sich noch verstärkt und Comano, meine Ex-Mannschaft. Stefan Gasser, kannst du da zustimmen? Kommt noch jemand dazu? Im Vorjahr warst du ja mit St. Martin ganz nahe dran, auch aufzusteigen. St. Martin wird man auch heuer sicherlich müssen auf die Liste setzen. Ja, also absolut. Also die Mannschaften, die vorher jetzt Marini gesagt hat, die sind sicher mit Favoriten. Nicht vergessen ist natürlich St. Martin. St. Martin hat sich vom vorigen Jahr her wieder verstärkt. Also es ist der Torschützenkönig der Oberliga, der Palmer gekommen, es ist auch Poker Valentin zur Mannschaft gestoßen. Logisch haben sie den Fischnaller Hannes verloren, was sicher auch ein sehr wertvoller Spieler ist. Aber sie haben auch einen guten Tormann. Also ich glaube, das St. Martin darf man absolut nicht vergessen. Und für eine Überraschung, meiner Meinung nach könnte auch Calcio Chiese sein, sorgen, genauso wie vielleicht auch der Bozner FC. Aber alle anderen Mannschaften, wie auch eben besonders Arntal, St. Georgen, logisch sowieso, also die haben einen anderen Rhythmus. Wir haben ein Trainingsspiel, also ein Turnierspiel gegen die gemacht. Und da, wenn einige Spieler gefehlt haben, hat man gesehen, also die haben einen anderen Rhythmus. Die haben ein gutes Konzept, sind defensiv sehr stark. Und wenn jetzt dann der Joachim einer dazukommt, dann sind sie mit Sicherheit Favorit Nummer 1. Aber wie gesagt, wie eine Meisterschaft läuft, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, das weiß man nie ganz genau. Wie du vorher gesagt hast, es ist mit Sicherheit eine Meisterschaft, die sehr ausgeglichen ist und qualitativ meiner Meinung nach wesentlich stärker als vorher. Das auch, weil weniger Mannschaften in der Serie D sind. Als Folge sind die Mannschaften, die Spieler herunten und heben natürlich das Niveau sehr stark. Zu deinem SSV Brixen, du bist ja neu bei den Brixnern. Jetzt Patrizio Morini hat es bereits angedeutet, zwei Spieler von St. Georgen sind zu euch gekommen. Die beiden Meyers, die sind natürlich enorm stark, haben Riesenerfahrung, werden in deinem Team natürlich sehr nützlich sein. Ja, also ich merke das jetzt schon beim Training auch und auch bei den Trainingsspielen. Sie sind zwar Spieler, die zielstrebig sind, ehrgeizig sind, tolle Burschen, also für die Gruppe wesentlich wichtig, sehr wichtig sein. Und ja, die bringen eine Qualität und einen Siegeswillen. Und ich glaube, dass das eines der wichtigsten Sachen ist. Also auch beim Training hohes Niveau zu spielen und auch einen Siegeswillen zu haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Nur muss ich eins sagen, einer meiner Spieler, also einer meiner großen Herausforderungen wird der Martin Ritsch sein, der, ich habe es jetzt beim Training gesehen, eine Qualität hat, wie ich selten bei einem Spieler gesehen habe. Und wenn wir den so weit bringen, dass der uns ein bisschen das abspielen kann, was er an Potenzial hat, nachher hat Brixen einen ganz, ganz guten Spieler. Patrizio Morini, eine Frage, die ich an dir stellen muss. Du bist jetzt zwei Jahre auch nicht mehr in der Oberliga tätig gewesen. Wie ist das, die Rückkehr mit deiner Mannschaft? Kannst du eigentlich die Spieler wieder so motivieren, wie es man auch bei den Halbprofis gemacht hat in der Serie D? Ich habe jetzt in diesem Monat, wo wir jetzt jeden Tag trainiert haben, das in der Mannschaft ist eine neue Begeisterung, was voriges Jahr nicht so groß war. Alle Spieler sind sogar noch mehr motiviert wie voriges Jahr. Sie sind in ihre richtige Kategorie zurückgekommen. Und ich sehe, und das ist für mich fast eine Überraschung, dass die Spieler sind viel mehr motiviert wie voriges Jahr. Ja, es kommt mir überhaupt so vor, dass generell in ganz Südtirol große Begeisterung ist. Man freut sich auf diese Oberliga. Wie gesagt, die startet dann am 1. September, also in Kürze. Im Italien-Pokal ist das ja, oder besser gesagt, im Pokal ist das ja schon losgegangen. Wir wechseln jetzt Sportart aber und kommen zum Tennissport. Auch dort sorgen ja die Südtiroler für enorme Resultate. Darf vielleicht hinzufügen, dass der Patrizio Morini einer der stärksten Südtiroler Tennisspieler überhaupt ist. In seiner Altersklasse ist er ja ungeschlagen. Da ist er immer noch mit Abstand der Beste. Und er verfolgt natürlich auch den Tennissport sehr intensiv. Der Andreas Septi, der sorgt ja für Schlagzeilen. Und auch die Kari Knapp, die ist wieder herangekommen, die ist wieder ganz vorne mit dabei. Und sie könnte heuer sogar das Jahr wieder unter die Top 30 beenden. Sie war jetzt einmal auch ganz kurz in Südtirol und wir haben sie besucht.
Das sind Bilder vom Februar 2008. Die damals 21-jährige Karin Knapp stand im Finale des 600.000-Dollar-Turniers von Antwerpen, wo sie sich der Nummer 1 der Welt, Justine Henin, geschlagen geben musste. In der Weltrangliste kletterte sie aber mit diesem Ergebnis auf Rang 35. Es war ihre bisher höchste Platzierung im WTA-Ranking. Eine große Karriere stand der Arntalerin bevor, doch mehrere Rückschläge und schwere Verletzungen, besonders am Knie, warfen sie weit zurück. Knapp rutschte in den Jahren darauf in der Weltrangliste auf Rang 600 ab, kehrte dann im Spätherbst 2010 wieder in den Profizirkus zurück. Langsam kämpfte sie sich nach oben, spielte kleine ITF-Turniere und schaffte es im Vorjahr erneut auf die WTA-Tour. Jetzt ist Karin Knapp wieder bei Klasse. Die inzwischen 26-Jährige stand heuer bereits zweimal in einem WTA-Halbfinale, im Februar in Bogota und vor einem Monat in Bad Gastein. In Wimbledon erreichte sie zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Grand Slam Achtelfinale und sie ist wieder die Nummer 59 der Welt. Ich habe eigentlich halb gearbeitet, dass wir wieder trainiert, dass wir wieder dahin kommen, wo ich schon war. Natürlich jetzt so schnell ist natürlich perfekt. Jetzt hoffe ich halt, dass das so weitergeht und ja, vielleicht geht es vielleicht noch her auch mal wieder für schon. Das zweite Mal war nicht so einfach, weil weißt du einfach, was du trainieren kannst. Natürlich ist der Vorteil, du weißt, wie du trainieren musst, was du tun musst, wie viel Einsatz und alles braucht. Aber natürlich, weil du nachher wieder anfängst und da schwieriger gegen Spieler verlierst, was du dafür eigentlich nie reden geherrscht hast, ist natürlich auch schwierig. Aber nein, ich fühle mich einfach, dass ich auch gewachsen bin, dass ich auch im Platz mehr Selbstvertrauen habe und mehr sogar so bewusster spiele. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Auch auf den Hartplätzen in Cincinnati und New Haven hat Karin Knapp in den beiden letzten Wochen gezeigt, dass sie ganz vorne mitspielen kann. Sollte sie bei den US Open Glück in der Auslosung haben, könnte sie heuer sogar noch in die Top 30 der Welt kommen. Die Grand Slam Turniere auf punktemäßig ist sicherlich wichtig, gut zu spielen. Jetzt hoffe ich mal, ist es besser gegangen, als wir erwartet haben. Mein bestes Grand Slam Turnier Ergebnis gemacht. Und ja, jetzt gehen wir Selbstvertrauen in den US Open und ja, hoffe, dass dann wieder ein paar gute Matches rauskommen. Weißt du, wer sind wir sein? Jo! Kurz vor ihrer Abreise nach Nordamerika machte Karin Knapp einen kurzen Abstecher nach Hause. In Luttach wurde sie von ihrer Familie und ihren Freunden mit einer kleinen Feier überrascht. Mit dabei waren auch Skiass Christoph Innerhofer und der ehemalige Weltcupfahrer Sepp Oberfrank. Beide wohnen ja ebenfalls im Arntal. Da haben wir alle Skien, deswegen nach Südtirol käme ich allen perfekt. Meine Eltern, meine ganzen Verwandten und ja, ist einfach einzigartig. Mit Südtirols besten Tennisspieler Andreas Seppi verbindet Knapp eine lange Freundschaft. Er ist seit Jahren die Nummer 1 in unserem Lande, die Luttacherin möchte ihm aber diesen Rang jetzt strittig machen. Er ist natürlich nicht weiter vorne, aber natürlich, wenn es wieder darum geht, hoffe ich, dass es wieder darum geht, zu schauen, wer weiter führen kann. Ja, wir sind natürlich gespannt, was der Andreas Seppi und die Karin Knapp dann bei den US Open in der nächsten Woche alles uns zeigen werden. Wir wissen ja, in Wimbledon sind sie beide in die vierte Runde gekommen. Auch zwei große internationale Tennisturniere haben ja in Südtirol stattgefunden, und zwar zwei ITF-Turniere mit $15.000 Preisgeld. Das erste in Bozen, das zweite in Runk. Wir waren bei beiden mit dabei und auch hier hat ein Südtiroler für Schlagzeilen gesorgt. Der große Star der beiden Südtiroler Future-Turniere war dieser Mann hier, Patrick Prader. Der 27-Jährige aus Barbian vom Beruf Tennislehrer in Grün bestreitet eigentlich diese internationalen Turniere nur mehr als Spaß und als Freude am Tennissport. Mir macht Spaß und die Turniere, die so in der Nähe sein, spiele ich ganz gern mit, weil es auch nicht so viele sein. Ein bisschen Abwechslung zum normalen Alltag, wo man auf dem Platz steht, arbeitet mit den Kindern und solche Sachen macht. Sowohl in Bozen als auch in Runk startete er von der Qualifikation aus und verlor dann erst gegen die späteren Turniersieger. In Runk kam das Aus im Halbfinale gegen den Georgier Nikolaus Basilashvili mit 4:6 Punkten im dritten Satz, während er sich in Bozen im Achtelfinale dem jungen Briten Kyle Edmund im Tiebreak und 6:3 geschlagen geben musste.
Mit dieser Leistung bleibt Prada ein weiteres Jahr in der Weltrangliste. Das Halbfinale in Rung war überhaupt sein bestes Ergebnis auf der ITF Tour nach dem Sieg in Bassano im Jahre 2008, als er den Franzosen Benoît Paire, die derzeitige Nummer 27 der Welt, in zwei Sätzen besiegte. Sogar noch erfolgreicher spielte Prada die beiden letzten Wochen im Doppel. Mit dem zwei Jahre älteren Kalterer Thomas Holzer musste er sich in Bozen erst im Finale dem Niederländer Antal van der Duim und dem Steirer Marc Rath geschlagen geben. 2005 und 2008 standen Prada Holzer in Bozen schon im Halbfinale. Heuer schafften sie es erstmal ins Endspiel, wo sie 4:6, 5:7 verloren. Leider hat es nicht gereicht, aber ja, die Gegner haben einfach die entscheidenden Punkte gemacht. Und im Doppel jetzt schnell entscheidet sich noch auf 2-3 Punkte und die haben heute leider Sieg gemacht. Wir waren geführt und nachher mit ein paar Punkten sind wir gleich in den Rückstand geraten. Und im Doppel kann es schnell gehen, 40-40 Entscheidungspunkt und ein bisschen Glück, Pech gehört dann auch dazu. Und ja, heute war es halt nicht auf unserer Seite, das Glück. Der Einzug von Prada Holzer ins Bozner Finale ist jedoch keine Überraschung, denn schon im Vorjahr beim 64.000 Euro Challenger-Turnier in St. Ulrich waren sie bis ins Halbfinale vorgestoßen. Das 15.000-Dollar-Turnier in Bozen gewann der erst 18-jährige Brite Kyle Edmund gegen Gianluca Naso aus Trapani in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2. Edmund ist derzeit die Nummer 347 der Welt. In den letzten 12 Monaten sorgte er aber besonders bei den Junioren für Schlagzeilen. Mit dem Portugiesen Ferreira Silva gewann er im Vorjahr die US Open und heuer in Roland Garros. In Wimbledon vor zwei Monaten schied er hingegen sowohl im Doppel als auch im Einzel erst im Halbfinale aus. Im Einzel unterlag er den späteren Sieger Gianluigi Quinzi mit 4:6 und 4:6. In Rung setzte sich hingegen der Georgier Nikolaos Basilashvili, derzeit die Nummer 337 der Welt, in drei Sätzen gegen den Azzurro Matteo Trevisan durch. 7-5, 3-6, 6-4, das Endergebnis eines sehr spannenden und ausgeglichenen Spiels, das von sehr vielen Zuschauern verfolgt wurde. Rung feierte heuer sein 15-jähriges Bestehen. Als Zusatzpreis gab es deshalb auch für den Sieger dieses kleine Auto. Erfreulich war heuer auch, dass viele junge Südtiroler Nachwuchsspieler die Chance nutzten, an diesen internationalen Turnieren im eigenen Land teilzunehmen. Wir hatten in den vergangenen Jahren immer eher das Problem, wenn man es Problem nennen kann, dass die einheimischen Spieler sich nicht recht getraut haben, bei diesem Turnier in der Qualifikation anzutreten. Heuer haben wir bei der Sparkassen-Trophy 7 Südtiroler am Start gehabt von knapp 60 Athleten. Und das zeigt, dass sie heuer einfach den Mut gefunden haben, sich mit Profis aus aller Welt zu messen. Und das betonen wir ja auch immer wieder. Wir versuchen, den jungen Nachwuchstalenten eine Möglichkeit zu geben, vor der eigenen Haustüre gegen Profis aus aller Welt zu spielen. Heuer haben sie diese Chance genutzt. Thomas Holzer gibt den jungen Nachwuchsspielerinnen und Spielern einen guten Rat. Man muss auch für den Sport leben, viel investieren, was nicht allem leicht ist als Jugendlicher, weil man geht gerne aus, man hat Freunde, man geht gerne Disco und solche Sachen, aber man muss einfach viele Opfer bringen, um in den Sport weiterzukommen. Weil die anderen schlafen auch alle nicht. Deswegen, man muss sich entscheiden, entweder man macht es hundertprozentig und sonst bringt es gar nichts. Sorgen für die Zukunft braucht man sich also im Südtiroler Tennissport keine machen. Und die vielen Fans in unserem Lande können sich schon auf das ATP Challenger Turnier in St. Ulrich Anfang November freuen. Im Vorjahr stand dort Andreas Sepp im Finale, vielleicht ist er auch heuer mit dabei. Wir wechseln Sportart und kommen zum Radsport. Auch da sind ja die Südtiroler ganz, ganz stark. In den nächsten Wochen stehen ja mehrere Weltmeisterschaften auf dem Programm. Zum Beispiel die Mountainbike-Weltmeisterschaft in Südafrika oder dann auch die Straßenrad-Weltmeisterschaft. Und vielleicht sind da auch einige Südtiroler Damen mit dabei. Der italienische Kader für die Mountainbike-Weltmeisterschaft nächste Woche in Südafrika wurde bereits bekannt gegeben. Nationaltrainer Hubert Ballhuber hat gleich 7 Südtiroler einberufen. Die Medaillenhoffnungen der heimischen Fans ruhen dabei besonders auf Eva Lechner, die bisher eine sehr starke Saison gefahren ist. Beim Weltcup-Auftakt im Mai hat sich die 28-jährige Eppanerin in Albstadt durchgesetzt. Im Juni führte sie sich dann in Bern zur Vize-Europameisterin. Ich hoffe, dass ich diese Form jetzt noch mitgenommen habe und dass ich auch noch in Südafrika ein tolles Rennen fahren kann und dementsprechend auch noch ein Resultat mit nach Hause nehmen kann.
Eva Lechner wird bei der Weltmeisterschaft mit Anna Oberparleiter das Eliterennen der Damen bestreiten. Beide waren vor 3 Wochen in St. Ulrich bei der spektakulären Eliminator-Italien-Meisterschaft am Start. Dabei gewann überraschend in ihrem ersten Elitejahr die Olangerin Oberparleiter. Lechner musste sich mit Rang 2 begnügen, war aber voll des Lobes für die Gröner Veranstalter, die in dieser Disziplin auch an ein Weltcuprennen denken. Damals, als in Saarental der Weltcup war, da hatte ich gerade erst angefangen, Rad zu fahren und ich bin nicht in den Genuss gekommen, einen Heimweltcup zu fahren. Und ja, für mich würde es besonders freuen, wenn ein Weltcup wieder nach Südtirol kommen würde. Am letzten Wochenende machte Lechner einen Abstecher zum Damenstraßenrennen der Eliteklasse in der Bozer Industriezone. Lechner wurde 14., sieht ihre Ausflüge zu den Straßenrennen als gute Alternative zum Trainingsalltag im Mountainbike. Und sie ist auch hier sehr erfolgreich, war 2007 Italienmeisterin und nahm das Jahr darauf in Varese als bisher letzte Südtirolerin an einer Straßenweltmeisterschaft teil. Das macht Spaß und für mich ist das eines der besten Trainings und von dem her komme ich auch immer wieder hier zurück und für mich ist es natürlich sehr toll, hier zu Hause ein Straßenrennen fahren zu dürfen. Heuer findet die Weltmeisterschaft wieder in Italien statt und zwar im September in Florenz. Und es könnte wieder eine Südtirolerin am Start sein, die 19-jährige Anna-Zita Stricker aus Laas. Bei den Profis ist es einfach nicht so leicht, aber ja, ich versuche allem vorne dabei zu sein und am Beste zu geben und dann, ob es heuer reicht für die Weltmeisterschaft, das sehen wir dann im September, aber auf jeden Fall werde ich alles geben, um dabei zu sein. Stricker hat heuer schon an der Europameisterschaft in Tschechien teilgenommen. Im Vorjahr gewann sie in der Altersklasse unter 23 Jahren EM Silber und WM Bronze, ist also eine absolute Weltklassefahrerin, die aber in Südtirol noch nicht so bekannt ist, was sie aber nicht stört. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass sie mich eigentlich nicht so kennen. Und ja, es ist einfach leider so in Südtirol, dass einfach Mountainbike mehr vertreten ist. Aber die Erfolge sind allem da bei den Mountainbikern, deswegen passt das so schon. Und vielleicht in Zukunft, vielleicht wird der Radlsport oder Straßensport auch ein bisschen mehr aufwachen und vielleicht kennen sie mich auch in nächster Zeit mehr, wenn ein bisschen größere Erfolge da sind. In Bozen musste sich die Finchkerin im Sprint nur ihrer Teamkollegin Marta Tagliaferro geschlagen geben und belegte den 2. Platz. Damit hat sie aber einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft gemacht. Südtirol hat bei Straßenrennen eine große Tradition. Auch die beiden Bozner Manuel Princiato und Antonella Belluti waren bei der WM im Zeitfahren schon dabei. Und die Gardertalerin Maria Canins wurde in den 80er Jahren sogar Weltmeisterin im Mannschaftszeitfahren und 2-mal Vize-Weltmeisterin im Einzelbewerb. Und wir sind gespannt, ob Anna-Zita Stricker es auch dann schafft, bei der Weltmeisterschaft im September an den Start zu gehen. Wir kommen wieder zu unseren beiden Gästen, Stefan Gasser und Patrizio Morini. Die Oberliga geht ja in Kürze los. Beide zählen ja zu den Favoriten. Ganz kurze Antwort, Patrizio Morini, wer gewinnt heuer die Oberliga? Wer gewinnt? Davor habe ich vergessen, die 2 Vereine, die der Gasser genannt hat, zu sagen. Kann Komano oder Brixen gewinnen. Stefan Gasser, jetzt bist du gefordert natürlich. Du wirst sagen, St. Georgen gewinnt? Ja, logisch. St. Georgen hat die Meisterschaft mit dem Einkauf von De Gasperi schon fast gewonnen. Sie können nur die Meisterschaft verlieren. Also, wenn jemand nicht wie St. Georgen die Meisterschaft gewinnt, dann ist das eine gute Mannschaft. Gut, dann freuen wir uns. Kann ich nicht antworten, oder? Nein, okay. Auf dem Platz kannst du antworten natürlich. Okay, es geht los am 1. September, da kannst du natürlich auch. Ich zeige nicht, wo meine Hände sind jetzt, aber okay. Kannst du deine Antwort sagen. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren beiden Trainern, drücken ihnen die Daumen natürlich, dass sie eine gute Meisterschaft machen. Für uns soll es natürlich spannend sein, weil wir wissen, die Zuschauer, die verfolgen sehr gerne den lokalen Fußballsport dort sehr intensiv. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Wir bedanken uns natürlich auch fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.